Herzlich willkommen bei Feuerwilli, das bin ich. Im letzten Teil haben wir uns ja dieses MTV schön angeguckt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir gucken jetzt mal in den Kofferraum rein. Eigener Film, weil Kofferraum ist so ein spezielles Thema. Deshalb, ich möchte deutlich machen, dass das nicht für jeden gleich ist. Das heißt, wir haben uns unsere eigenen Gedanken gemacht, wir haben unsere eigenen Bedürfnisse hier bezogen auf unsere Einsatzhäufigkeit, unsere Einsatzzahlen, die wir meistens haben. Und da haben wir uns unsere eigenen Gedanken gemacht. Das heißt nicht, dass das so bei Leuten aussehen muss wie bei uns, okay? Deshalb gucken wir uns jetzt mit dem Vorwissen mal unsere Variante an. Bei uns muss man wissen, dass das Hauptlöschfahrzeug ein TSF ist. Das heißt, ein TSF hat nicht allzu viel drauf. Hat ein TSF Schaum nach Norm? Nein. Ne? Beleuchtungsgerät? Nein. Ne? Deshalb nutzen wir natürlich fröhlich jetzt mit dem MTW, da haben wir noch ein bisschen Gewichtsreserven, aber aufpassen, man darf hier nicht über 3,5 Tonnen kommen, ne? Sonst ist der Führerschein mal adieu. Deshalb, wir gucken jetzt erstmal rein, wie wir das gelöst haben, wie gesagt, Version Fastback. Manche von euch werden sagen, oh Gott, was macht der mit dem schönen MTW? Wir nutzen den auch praktisch. Also das meiste wurde schon standardmäßig von der Firma, kann man ruhig sagen, Firma Schäfer, umgebaut, die bei uns hier das alles gemacht hat. Das heißt, sie haben so schöne Verkleidung gemacht und haben so schön dieses Blech überall verkleidet. Seiten, das finde ich auch ganz schick. Ne? Das wurde schon von unserer Stadt standardmäßig beschafft. Also es gab zwei Fahrzeuge bei uns, kurz für euch. Es gab zwei Fahrzeuge in Neustadt, die wir geholt haben. Einmal für die Ortswehr Suttdorf und Fastback. Die sind fast gleich. Der ganze innere Aufbau, habe ich zum Beispiel gesagt, bei Bestellung, ist mir egal, ich will Standard. Ne? Ich will jetzt nichts Besonderes, macht euren eigenen Kram wie die anderen auch, weil ich mag es immer nicht, wenn jedes Auto anders ist. Ne? Weil Truppmann-Ausbildung kenne ich es immer wieder, hast ein neues Auto, musst dich hier mit neuem mit befassen. Ich finde eigentlich, wäre es schön, wenn die meisten Autos gleich sind. Vom Grundsatz. Und wir haben natürlich darüber hinaus noch ein paar Kleinigkeiten. Also standardmäßig ist dieses Standrohr, ist natürlich mit Rückflussverhinderer, Verteiler. So, erste Modifikation, das Mehrzweckstrahlrohr, das habe ich noch darauf gesteckt, weil, komme ich am Ende zu. Marvin, du erinnerst mich bitte. Dann haben wir vier Faltkegel, wie gesagt, und hier ein paar Warndreiecke drauf. Das heißt, ne, hier ist so, wie gesagt, Unterfolie-Drandenschlüssel. Das ist so ein bisschen für die Wasserentnahme hier links. Ein bisschen verkehrt, auch die Hütchen und so kann man da schon mal gut brauchen, wenn man Unterfolie dran geht am Straßenrand. Ist das schon mal perfekt für die Wasserentnahme. Auf der anderen Seite standardmäßig eigentlich, hier sind Faltkegel, ich setze mich jetzt mal hin. Faltdreiecke, danke schön. Warndreiecke, diese Faltdreiecke sind hier zwei Stück verlastet, auch noch Standard. Dann diese Adelit-Lampen, da mache ich auch noch mal ein Filmchen für euch, da wollte ich mal die Funktion zeigen, die so eine Lampe hat. Haben wir zwei Stück Verkehrshaltstäbe, ne? Die haben ja auch nur eine Seite, also das heißt zwei rote Seiten, da gibt es keine grüne, ne? Wisst ihr? Ansonsten gerne mal in den Videos mal gucken bei Willi. So, und diese Standard Blitzzeichen kennt ihr ja auch, ne? So, schöne Dinger, alles gut. Das war sozusagen Schneider auf, Feuerlöscher auch. Ich meine, das war's. So. Jetzt kam die erste Herausforderung. Probleme gibt's ja nicht. Wir lieben unseren Schlauchwickler. Den habe ich anfangs mal für die Firma Dönges mal getestet. Mittlerweile, und das finde ich auch toll, auch die Älteren, das ist ja meistens, die Jüngeren beschweren sich ja meistens, das höre ich immer wieder auch per Mail von euch, beschweren sich, ja, die Älteren machen, die finden das nicht toll, die ist neu und so. Ist normal, ne? Aber das Ding lieben auch die Älteren, gerade die Älteren. Also ist beim Aufwickeln so, dass sie sich kloppen, in Anführungszeichen, wer wickeln darf. Das macht echt Spaß. So, das heißt, den haben wir verlastet. Das heißt, unser Gerätewart hat schön in so ein kleines Regal gebaut und wir haben ihn einfach an dieses Gitter rangepackt. TSF, habe ich vorhin schon mal gesagt, hat keinen Schaum. Unseren Schaum mit dem Kanister, das ist nämlich viel Gewicht. Das können wir alles nicht auf dem TSF verlassen, sonst haben wir mit dem TSF Gewichtsprobleme. Ne? Wir wollen ja auch richtig so arbeiten, wie es vorgeschrieben ist. Deshalb hat eigentlich Schaum, also diese 40 Kilo, 2x20 Liter, haben wir im TSF nicht zur Verfügung. Ne? Zumischer, Mittelschraubenrohr, ja, diesen Saugschlauch und dann halt noch so einen kurzen Schlauch, den man zwischen Verteiler und Zumischer machen kann. Ne? Ja, haben wir dann auch. Ne? Oh, ist das Eschbach-Logo. Die Kübelspritze ist standardmäßig auch nicht drauf. Hat auf dem MTW Andi so nicht zu suchen, aber da wir Wasserknappheit haben, wir haben kein wasserführendes Fahrzeug, sind wir froh, wenn wir wenigstens eine Kübelspritze haben. Ne? Gerade wenn Waldbrandnot oder mal Mülleimer brennt, kann das schon mal reichen. So, dann, wir haben von
von der Stadtplanung aus Standrohr und Verteiler bekommen, haben wir gesagt, gut, das macht nur Sinn in Kombination mit Schlauchtragekörben, auch mit B-Schläuchen drauf. Wir haben jetzt sowas, ich kann es mal kurz zeigen. Zwei B-Schläuche in Buchten drauf. Dann ist so ein Korb auch voll und der ist auch schwer genug. Also zwei B-Schläuche, zwei 20er B da reingepackt. Vorteil ist natürlich, man kann es hier packen, also hinstellen, ziehen. Ist komfortabel zum Arbeiten. Ne? Haben wir sozusagen 2x20 Meter B. Das heißt, wir stellen uns das so vor, dass das Fahrzeug mehr für den Hintergrund ist. Bei der Wasserentnahmestelle ein bisschen Verkehrssicherung machen, Standrohr setzen, Verteiler. Dann sozusagen mit B-Schläuchen versorgen. Und das ist die Aufgabe, ist das Auto schon mal perfekt eingesetzt. Das andere, das TSF will ja auch noch was zu tun haben. Ne? Da ist die Pumpe, da ist die AGT-Ausrüstung drauf und so weiter. Okay? Wie ihr wisst. Und Schaum ist bei uns halt relativ selten, zum Glück. Aber ich sage, wir haben es zur Not dabei. Ne? Okay. Schön ist auch, wir haben hier hinten so Schienensysteme. Da kann man wunderbar die Sachen verstellen und schieben. Ne? Dass man sozusagen ein bisschen flexibel ist. Und das Schöne ist, wir haben überlegt, machen wir hier noch einen Einbau, einen Schrank, eine Schublade, Metallblech hinten dran. Haben wir verschiedenste Ideen gehabt. Wir müssen aber hierfür entschieden, es einfach flexibel zu halten. Weil wenn wir hier mit ne, Anhänger ran und zum Zeltlager fahren, dann sollen die Sachen raus in Schuppen gestellt, dann kann man voll einsitzen. Hat man einen riesen Kofferraum. Ja, das ist eine kleine Halle hier, finde ich. Das ist das Schöne natürlich, wenn ich die Sachen auch teste. Vielen Dank an die Firma Ultramedic, dass ich hier diese neuen Schlauchtragekörbe habe, die man einfach so mit zieht das Ding offen. Ne? Ist halt was anderes, als wenn man diese Klettbänder, ich zeige das mal kurz da oben, hat am Schlauchtragekorb, dann ist das schon ein bisschen umständlicher. Das ist rucki-zucki offen und ausgekippt, ne? Okay. Und eins ist auch, aber wir haben nicht so kurz, also wir haben gar keine Bänder dran, glaube ich. Keine Ahnung, mit diesem Video hast du schon gezeigt, was wir haben. Ja, so. Gut, und als kleine Besonderheit haben wir noch diese Gummimatte, wie gesagt haben, dann kann man sich auch mal reinknien, gerade in meinem Alter, ne? Und es ist einfach ein bisschen angenehmer, die Sachen rutschen nicht so weg, die da stehen. Ach so. Schlauchbrücken natürlich, 3 Stück, weil wegen, wenn wir über die Straße rüber müssen und Verkehrssicherungsmaterial eh dabei haben. Bei uns ist es leider so, dass ich behaupte mal, die 50% der Übungen und Einsätze, die wir fahren, sind meistens der Unterflöter auf einer anderen Straßenseite und da müssen wir eh rüber. Und deshalb brauchen wir Schlauchbrücken, Hütchen, aber dazu gibt es auch ein eigenes Video, wie man über eine Straße mit einem Schlauch rüber geht, sicher. Ne? Und das klappt. Also, das ist unser Kofferraum, okay? Wir können gerne darüber kommentieren, vielleicht habt ihr noch ein paar coole Ideen oder vielleicht habe ich auch irgendwas vergessen und gesagt, Willi, das würde ich an der Stelle, das wiegt nichts, aber das würde ich drin mitnehmen. Wir haben auch schon überlegt, ein Schnellschaumrohr für Schaummittel zu nehmen, da gibt es ja auch. Das will ich auch nochmal vorstellen, Mensch, mal, wir müssen auch noch machen. Habe ich zu Hause schon, das wollen wir nochmal testen. Haben wir alles überlegt, aber ich glaube, die Variante, das ist das, was wir standardmäßig eigentlich hatten und das nutzen wir jetzt. So, alles klar. Vielen Dank, ihr Lieben, und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ne? Bis dann. Und Marvin, du bist der bestaussehendste Filmer, den ich kenne. Bis dann. Tschüss.